Okay, herzlich willkommen zum Unpacking der DJI Air 2S in der Fly More Kombi. Mehr kennen Sie nicht, die übliche DJI Verpackung. Der Inhalt, wie immer, auch schön übersichtlich dargelegt. Ja, und bevor wir es zu spannend machen, fangen wir jetzt mal an mit dem Öffnen. Schere. So, wenn man mal den Anfang hat, dann geht es dann schon weiter. So, wie immer kaum Plastik, aber es hat ja auch einen weiten Weg hinter sich. So, schauen wir. Ja, hier sind noch zwei Siegel jeweils. Die müssen wir auch noch kurz. Das heißt, es hat schon mal niemand reingeschaut. Beziehungsweise auch niemand was rausgenommen. Außer er hat die Siegel wieder drauf gemacht. So. Dann kommen wir zum spannenden Moment. Wie leicht geht die Packung auf? Ja. Tada. So, also richtig stabiler Karton. Und das Ganze, da es ja die Fly More Kombi ist, haben das ganz fleißig die Chinesen Hände schon eingepackt, oder vielleicht auch irgendwelche Gastarbeiter, man weiß es nicht. So, enthalten ist also hier die Tasche, der Quick Start Guide. Hier drin, wir machen das Ganze langsam, ist dann wahrscheinlich das Zubehör. Man sollte vielleicht auch hier die Kleber entfernen. Macht das Ganze. Ja, ich packe halt nicht jeden Tag so eine Drohne aus. So. Dann haben wir hier noch. Dann geht das Ganze nämlich seitlich auf. Haben wir hier dann noch den Haftungsausschluss, den Zubehörbenutzeranleitung. Falls jemand nicht weiß, wie er ein Ladegerät benutzt, kann er das hier nachschauen. Hier sind dann zig Propeller. Dann haben wir hier noch das USB-C-Kabel. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist der Adapter, dass man den Akku als Powerbank benutzen kann. Nee, das sind die Dings, die ND-Filter. Das muss ich bloß richtig rum aufmachen. Hier. Die werden auch mitgeliefert. Und dann haben wir hier noch die jeweiligen Kabel mit Mikro, USB und
USB-C. Dann haben wir hier noch die Steuerknüppel für die Fernbedienung. Ja, das war es dann schon im Zubehörpaket. Jetzt kommen wir zum viel interessanteren Paket. Die eigentliche Drohne. So, hier haben wir vordere Tasche. Da kann man Zubehör reinlegen, was man so will. Und dann haben wir hier, oh, die Reißverschluss geht relativ schwer jetzt hier am Anfang. Dann haben wir hier einmal das Ladegerät. Natürlich den Stecker, um das Ladegerät auch verbinden zu können. Dann haben wir hier Schaumstoffpolster. Muss ich noch nachschauen, wofür das ist. Und dann haben wir hier kommt dann hier dran und dann kann man das Ganze als Powerbank benutzen. Hier ist dann noch der erste Akku. Die sind richtig klein und handlich, wenn man vergleicht, die von der Phantom 3 waren ungefähr noch doppelt so groß, bei wahrscheinlich gleicher Ladekapazität. So, dann haben wir als nächstes die Fernbedienung. Klein, schick, handlich. Hier haben wir nochmal zwei Knüppel. Die scheinen also öfters mal verloren zu gehen. Hier wird dann das Handy eingeklemmt, welches gerade am Filmen ist. So, nochmal die Fernbedienung. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist dann, wenn ich alle Akkus auf einmal laden will, alle drei, die in dem Set enthalten sind. Dann ist hier so ein Sammelladegerät dabei, dass man nicht 4,5 Stunden warten muss, sondern alle drei gleichzeitig laden kann. Sogar 1,5 Stunden dauert das Laden. So, jetzt kommen wir dann langsam zum spannenden Teil. Das kleine Baby. Wirklich faszinierend, dass die Dinger immer kleiner werden. Hier die Motoren kommen gut geschützt mit Schaumstoff obendrauf. Na, ich ziehe jetzt mal nicht alles ab. Dann ist das Ganze wie üblich natürlich zum Falten. Die Falten hier etwas anders, die hintere. Und dann hat man hier noch diesen Gimbalschutz. Den nimmt man natürlich am zweckmäßigsten ab, wenn man dann damit arbeitet. Hier bei dem Gerät sind, hier ist der Gimbalschutz, wie bekannt, der 1-Zoll-Sensor. Dann haben wir hier die beiden vorderen Sensoren. Da ja aber die Drohne beim Beschleunigen oft auch so geht, dann übernehmen die Funktion mit. Können aber gleichzeitig auch oben natürlich alles absichern. Hier ist auch noch ein Akku dabei. Und dann haben wir eben hier noch die unteren beiden Sensoren. Und ja,
Das war das Unpacking von der DJI Air 2S.